So spannend war lang keine Landtagswahl mehr wie in Nordrhein-Westfalen am Sonntag. SPD und CDU liegen Kopf an Kopf. Wir analysieren und wir zeigen Ihnen die neuesten Zahlen dazu. Außerdem schauen wir ganz genau bei einem Thema hin, nämlich bei dem Thema Bildung. Und zudem gibt es neue Spannungen im deutsch-türkischen Verhältnis nach der Verhaftung einer Journalistin in der Türkei. All das um 23 Uhr bei der Tag. Bis gleich.